make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see it inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. Hallo aus Bremerhaven. Hier ist Heike von Stamping and More. Und heute geht's weiter mit der Serie Schnell und Einfach. Und zwar möchte ich mit euch diese wunderschöne Karte, maritime Karte, basteln. Die ist relativ schnell und einfach gebastelt, gibt aber so einiges her. So, dazu brauchen wir Farbkarton, Flüsterweiß, ein Reststück in Marineblau. Wir arbeiten wirklich nur mit zwei Farben. Und wir arbeiten mit dem Stempelset. Seht ihr hier, setzt die Segel. Nur mit dem Stempelset, mehr brauchen wir nicht. So, dann haben wir erstmal, schneiden wir. Ich habe den Vorteil, auf diesem Brett ist A6 vorgegeben. Das heißt, ich gehe den nur nach. So, dann heißt das Falzen. Bei 10,5. Hier habe ich unten die Falz. Das Falzen. Passt. Ich muss nur mal eben meine Finger drauf halten. So. Dann brauchen wir, und zwar habe ich hier noch so ein Reststück Flüsterweiß für den Aufleger. Den Hintergrund machen wir uns gleich selber. Das zeige ich euch. Das geht auch ganz schnell. So, jetzt habe ich hier die Maße. Nein, das ist 14,8. Und das nicht. Also klar, müssen wir jetzt mal eben zuschneiden. Weil das muss ja genau passen. Ich möchte das auch, dass das genau bündig ist. Und das ist das Schöne, weil man hier eben halt dieses Vorgaben hat. So, 6,5. Ich setze euch unten in der Infobox den Link zu meinem Blog und da werden die Maße auch eingetragen. Da könnt ihr das genau sehen. So, und jetzt brauchen wir noch das Stück in Blau. Und das ist 7,5. Mal 14,8. So, das war's schon. Zumindest was das Schneiden betrifft. Mal eben rüberpacken. So, dann haben wir, das haben wir. So, passt aufeinander. Gut, dann stempeln wir jetzt erstmal. Und zwar habe ich die aus dem Set, nehmen wir drei Stempel. Einmal den Anker, die Schwalben oder Möwen, was das sind. Und Spruch nehmen wir Glückwunsch. Da machen wir eben halt das als Geburtstagskarte oder eben halt allgemeine Glückwunschkarte. So, was wir brauchen, ist einmal natürlich das Stempelkissen. Dann den Stempel. Das zeige ich euch gleich erstmal eben, was ich mache. Ich stempel wirklich. So, und jetzt mit dem Rest, was drauf ist, mache ich jetzt den Hintergrund. Seht ihr? Geht ganz einfach, ist immer noch genug Farbe drauf. So, das reicht schon. Und dasselbe machen wir jetzt mit den Möwen. Ganz schnell und einfach gemacht. Und ihr habt einen Hintergrund. Seht ihr? Ganz schnell. So, was wir aber noch brauchen, ist einmal den Kreis, da arbeiten wir mit der einmal mit der Sonnenstanze und einmal mit der 2 Zoll Stanze. Da können wir ein Reststück nehmen und zwar müssen wir da den Anker ganz normal stempeln, aber nicht die Finger. Man neigt leider immer dazu, noch in das Stempelkissen zu drücken. Da seht ihr, da ist jetzt der Punkt und das ist nicht so meins. Das muss ich mal eben wegmachen. Das mag ich jetzt überhaupt nicht. Also nehmen wir die andere Seite. Da sind wir zum Glück ein bisschen flexibel. Ja, perfekt. So, die 2 Zoll Stanze ist dafür sehr gut. Passt genau. Und wieder weg. Jetzt brauchen wir noch ein Reststück von dem Blau und machen dafür den Hintergrund. Diese Stanze. Gut, den brauchen wir jetzt noch. Was wir noch brauchen, ist ein Reststück in Weiß. Da können wir dieses hier nehmen. Jetzt brauchen wir doch das Schneidbrett noch.
Das habe ich jetzt ganz vergessen. Und zwar ein Reststück in 1,5 cm. Das schneiden wir uns gleich zurecht. Und das Weiß, das Blaue brauchen wir in 2 cm. Aber auch da können wir das Reststück nehmen. Ich zeige euch gleich, dass wir da von der Länge her nicht genau gucken müssen. So, dann sollen wir mal eben den Spruch stempeln, auch gucken, dass der richtig rum ist. So. Ein bisschen schief. Schief ist modern, nehmen wir die andere Seite. Eben ein bisschen glatt machen. Warum ist das jetzt schief? Das weiß ich jetzt auch nicht. Der ist auch schief. Aber der ist besser schief. So, gut. Aber ihr seht, auch bei mir ist das nicht alles perfekt. Die Farbe an den Fingern? Nein. So, jetzt machen wir hier Fähnchen fahren und das, was an Stempelfarbe da über ist, wird eh weggeschnitten. Na, noch nicht ganz, aber dann machen wir es jetzt. So. Und was wir noch machen, wir kleben das auf den Blauen. Weil dann können wir nämlich dann das Fähnchen auch noch ausschneiden. So, da reichen völlig Reststücke. Da braucht man gar nicht mehr. So. Perfekt, passt, wackelt und hat Luft. So, wir sind soweit durch. Das kann weg. Das kann weg. Jetzt müssen wir dies alles, irgendwas klebt hier, zusammenkleben. Ich nehme immer mein Tombow. Ich liebe es, wenn es schnell geht. Flüssigkleber ist natürlich genial, wenn man so ein bisschen ruckeln muss. Aber das muss man hier ja nicht. Weil man ist ja... Ups. Man sollte auch die Mitte treffen. Ja. Passt. Und das kommt jetzt hier rauf. Sollte auch richtig rum sein, besser ist das. Nicht, dass die Karte nachher auf dem Kopf steht, das wäre ein bisschen blöd. So, das ist schon mal fertig. Jetzt müssen wir den Anker hier nochmal eben aufkleben, auf der Sonne. Das auf der anderen Seite gestempelt wurde, das sieht man gleich nicht mehr. Ja, jetzt brauchen wir Dimensionals, 3 Stück für das Runde. Und 2 Stück hierfür. Und ich arbeite hier noch mit der einfarbigen Kordel in Flüsterweiß. Da mache ich mir so 3 um Finger rum. Schneide die dann ab. Die fixiere ich hier auf den Dimensionals. Das seht ihr auch. So. Dann mache ich hier mache ich noch mal eben ein kleines Reststück von den klebt das besser. Das seht ihr auch gleich warum. Und natürlich durch das Band ist ein bisschen Klebefläche weg. So, dann können wir das Ganze aufkleben. Hier mal eben die Dimensionals abmachen. Aus. Und den machen wir dann hier noch mal eben so ein bisschen. Das können wir dann noch mal eben. Aha, da will er auch nicht. Doch. Notfalls nehmen wir noch die Mini-Dimensionals, wenn das hoch steht. Durch das Band ist das eben halt bei den Dimensionals, aber das ist okay, sieht gut aus. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Glitzersteine. Und zwar unseren normalen Strassschmuck. Ja, der will nicht.
Und hier auf den Anker auch nochmal. Ja, das reicht schon. So, das ist jetzt die Schnell- und Einfachkarte. Die nächste Generation im Prinzip. Und ihr seht, vom Hintergrund her sieht alles immer ein bisschen anders aus, aber man kann sich den Hintergrund wirklich selber machen. Man kann Designerpapier nehmen und das ist ja auch sehr schön, aber man muss es nicht. Für Anfänger ist diese Karte ideal, ganz einfach gehalten, schnell gemacht und man braucht nicht viel, habt ihr gesehen. So, das war's. Tschüss aus Bremerhaven. Bleibt gesund, seid kreativ und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.